Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von World of Warships. Wieder unterwegs in der Iowa. Matchmaking wieder hervorragend. Habt ihr ja schon mitbekommen. Hannover. Eagle. Geil. Super. Flugzeugträger. Gar kein Bock. Satsuma. Auch nicht geil. Werden wir alle auf meiner Seite sein. Die Hannover ist ja schon auf meiner Seite, wie ich sehe. Satsuma jetzt nicht, aber fährt in meine Richtung. Ups, das war aus Versehen. Ne, er steht. Ist er vielleicht AFK? Das wäre cool. Hätte man eine gewisse Chance. Aber der Flugzeugträger ist halt räudig. Der ist richtig räudig. Da habe ich halt ein bisschen Hoffnung, dass sie dass unser Flugzeugträger besser ist. Und ich lege mich jetzt gegen eine Hannover an. Forever Alone. Oder ist sie auch AFK? Da könnten wir snacken. Snackorino machen. Ich bin offen. Oh shit. Nein, ich habe Eagle, obwohl es eigentlich gar nicht mehr so schlecht, dass ich Eagle an habe. Tja. Okay. Wenigstens nur ein Torp-Treffer. Jawohl, gut gemacht, gut gemacht. Und dann nochmal auf AP schalten. Schauen wir mal, ob ich durch die Hannover komme. Ich glaube aber nicht mit der AP. Ich bin jetzt kein Oberprofi in WoWs. Ich spiele zwar gerne viel, auch zur Zeit vor allem. Aber ich kenne jetzt nicht jedes Schiff auswendig. Ich frage sehr viel, in Skull zum Beispiel frage ich sehr viel, weil er sich um Weiten besser auskennt im Spiel. Ja. Das kann jetzt nicht wahr sein. Mann, die Hannover, die war gerade breit. Warum passiert mir das immer? Ah, die ist dazu. Ist auch wirklich, alle beide. Ist ein Wunder, dass mich der Flugzeugträger nicht anfliegt. We have the same problem. Please, Portaland. Ja, nee. Und? Ja, nee, nicht wirklich. Wenn ich jetzt breit drehe, würde er halt 100 pro auf mich schießen. Eigentlich müsste ich warten, bis er schießt. Schauen wir mal, was macht. Ich gehe jetzt auf volles Risiko. Oh, die Salve, die war okay, wenn das meine war. Hannover, nein, du bist so aggressiv. Nein, warum? Scheiße. Das ist belastend jetzt, weil wenn der weg ist, dann bin ich halt Ziel Nummer 1 für die Satsuma. Die kann mich alleine wegschnetzeln, aber das Problem ist einfach noch, dass links die Hannover ist, die gegnerische. Die ist ja nie gestorben. Die hat sich einfach nur versteckt und er hat es nicht mitbekommen. Das ist richtig belastend. Ich probiere weiter, die da anzuzündeln. Das ist ja das einzige Schiff, wo ich gerade rankomme. Anzuzündeln, sage ich schon. Einfach mal ein bisschen Schaden zu machen. Ja, jetzt ist vorbei. Jetzt bin ich tot. Schauen wir mal. Let's go! Das schafft man schon. Der Schaden hält sich immer so ein Grenz bei Superschiffen. Da denkt man, oh ja, das sind große Schiffe, da kann man, die haben viel Leben, da kann man viel Schaden machen. Aber ich komme mit den Kanonen von Tier 9 nicht durch die Tier 11 durch. Ich mache da kein Damage. Ich mache da kein Damage. Das ist richtig, richtig belastend. Ja, das meine ich. Das ist doch ein Witz. Jetzt mal ein bisschen mehr Wasserlinie. Vielleicht geht da was. Nicht zu breit drehen, nicht zu breit drehen. Guck dir das an. Guck dir diesen Schaden an und schau dir den, was er jetzt macht. Ja, da habe ich keine Chance. Was soll der Geiz? Ja, das. Was soll man machen? Es ist doch ein Witz. Also, das interessiert die schon gar nicht mehr, ne? Deswegen fahren die einfach breit weiter, weil die genau wissen, ich komme da nicht durch mit meinem Kügelchen. Habe ich überhaupt Schaden gemacht? Lol. Mein Gott. Das ist ja ein Witz. Wow. Wow. Da geht ja richtig was. Ich muss weiter hier spielen. Der hielt sich hoch. Ich gehe gerade nicht auf. Das ist ja nice. Deswegen gebe ich wieder Gas. Das ist so ein Witz. Das ist so ein Witz. Das ist ja unfassbar. Also, sei mir nicht böse, Wargaming, aber dieses Matchmaking, dass Tier 11er gegen Tier 9er spielen können, das ist ja. Das ist ja richtig räudig. Also, das ist dumm. Dumm. Einfach nur dumm. Was. Ich meine, das ist doch das Parabelbeispiel gerade. Oder seid ihr anderer Meinung? Dann schreibt es bitte in die Kommentare, wenn ihr anderer Meinung seid. Ich meine, ich versuche irgendwie meinem Team zu helfen, dass ich den so viel Damage wie. Mein Team ist ja stur. Mal wieder.
Okay. Dass der Hannover mich nicht gepusht hat, muss ich ehrlich zugeben, ist sehr nett. Oder dass der, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur war, weil ich es im Chat geschrieben habe. Er ignoriert mich komplett. Nee, er ignoriert mich nicht komplett. Aber die Schüsse gehen daneben, da habe ich... Jawohl, aber guck mal, wie breit der ist. Guck dir das an, wie breit der ist. Ja. Interessiert ihn gar nicht, dass er breit ist. Aber so eine Zieter mal an ein Superschiff hätte ich schon gern. Ob das überhaupt machbar ist? Nee, ich glaube nicht. Wäre schon schön, wenn wir den wegkriegen, bevor er mich wegpusht. Das ist so räudig. Schauen wir mal. Und ja, mit einer Kugel. Ich wollte es nur anmerken. Alter, what the heck, Alter. Ich meine, die Eier war okay. Ja, da habe ich nichts dagegen. Wenn die mich nicht gerade breit trifft. Nein, Flugzeugträger, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich allein gegen zwei. Und. Ja, moin, Alter. Alter, komm, der ist doch tot, oder? Das ist doch ein toter Mann. Mann, ich will den noch killen, bevor... Nein! Ich muss das... auch wenn es nur der erste Brand ist, aber ich muss den löschen. Der muss noch sterben. Eigentlich will ich den Kill. Das ist gar nicht... Das ist gar nicht fair, dass er den Kill kriegt. Ohne Shit jetzt. Bitte komm da breit raus. Er bremst komplett ein. Scheiße, ich hab verkackt. Scheiße. Scheiße. Mann, nur dass er auch die ganze Zeit hinter diesem Kackberg ist. Mann. Ich will noch ein bisschen Damage machen, damit sich die Runde wenigstens für irgendwas gelohnt hat. Okay, eigentlich mit einem lohnt sich das sowieso nicht. Ja, den ganzen Schaden habe ich grundsätzlich nur an der Hannover gefarmt. Nein, wo ist jetzt die Iowa? Mann! Das ist ja doof. Also, dass der mich nicht gekillt hat? Oh! Nein! Teamwertung. Oha, okay. Ja gut, dass die Batterie ganz oben ist. Oh, klar, ja. Als... Ach, komm. So viel dazu, dass ich hoffe, dass unser Flugzeugträger besser ist wie der. Ja, gut. Allein 100k nur an der Hannover Satsuma Nummer 30. Ja, gut, das ist ja dann zusammen 130. Die ganzen Schaden an Hannover. Oh mein Gott. Naja, okay. Dann bedanke ich mich trotzdem fürs Zugucken. Damit danke und bis zur nächsten Runde. Ciao.